So, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute gibt es überwiegend bunte Bilder und ich hatte Sie gebeten, schon mal in diese bunten Bilder hineinzuschauen, beziehungsweise dieses, naja, bunt ist übertrieben. Also dieses Bild haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Hier steige ich noch mal ans Ende von diesem Foliensatz ein, wie ich angekündigt hatte im Forum, um noch mal den wichtigen Punkt dabei herauszuarbeiten. Der wichtige Punkt, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist nicht die Frage, wie löschen wir eigentlich jetzt einen inneren Knoten im Baum, sondern die Frage, die sich damit verbindet, nämlich, wie war die Idee? Die Idee war, wenn wir diesen Knoten hier löschen wollen, nochmal zur Erinnerung, da steckt noch ein Riesenbaum dahinter mit ein paar Millionen Knoten vielleicht, und wir wollen diesen Knoten, der mitten in der Baumstruktur drin ist, löschen mit zwei Nachfolgern. Das heißt, wir können ihn nicht einfach rausnehmen, wir können ihn nicht einfach überbrücken, wir müssen was anderes tun. Und die Idee ist, runterzugehen bis zum unmittelbaren Vorgänger. Spiegelsymmetrisch können wir auch den unmittelbaren Nachfolger nehmen, das ist dieselbe Methode. Wir müssen uns nur entscheiden, ob Vorgänger oder Nachfolger. Bis zum unmittelbaren Vorgänger und diesen Knoten zu löschen, aber bevor wir den löschen, soll die 43 durch diese 39 überschrieben werden. Und das machen wir natürlich, indem wir hier runtergehen, eins davor, um dann diesen Knoten einfach zu löschen, indem wir den Rechtspointer von diesem Knoten auf Null setzen. Aber vorher, wie gesagt, die 39 hier oben retten, sodass wir zwei Dinge erreicht haben. Erstens, wir haben tatsächlich den Schlüsselwert gelöscht, den wir löschen wollten. Wir haben einen anderen Knoten gelöscht, aber den richtigen Schlüsselwert gelöscht. Und wir haben die Suchbaumeigenschaft eingehalten. Denn dieser Schlüsselwert, den wir hier gewählt haben, ist der größte Wert im linken Teilbaum, weil es der unmittelbare Vorgänger ist. Und das heißt, er ist natürlich kleiner gleich allen Schlüsselwerten rechter Seite. Dieser Teil der Suchbaumeigenschaft ist sowieso erhalten geblieben. Und weil er der größte im linken Teilbaum ist, hat er auch einen Wert größer gleich alles, was im linken Teilbaum ist. So, wie haben wir den jetzt gefunden? Darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Wir sind einmal nach links runtergegangen. Das geht, weil wir sind ja in der Situation, dass der Knoten, den wir löschen wollen, zwei Nachfolger hat. Also können wir nach links runtergehen, sonst könnten wir uns das Leben ja einfacher machen. Das haben wir vorher gesehen mit den ersten beiden Fällen. Und jetzt, das ist natürlich in diesem kleinen Bild nicht so richtig deutlich zu zeichnen. Dafür bräuchte man eigentlich ein viel größeres Bild, was dann wiederum nicht so richtig vernünftig mit Schriftgröße und so weiter passt. So weit runtergegangen, 1, 2, 3, 4, so weit runtergegangen, wie nur irgend möglich, immer nach rechts. Eins vorm Ende gestoppt. Ja, also Sie können sich vorstellen, dieses Bild hier ist stellvertretend dafür, dass hier eine lange, lange Kette von Knoten ist, immer weiter nach rechts runter. Eins vorm Ende gestoppt, diesen Knoten dann gelöscht. Natürlich müssen wir immer, wenn wir eine solche verzweigerte Struktur ändern, eins vorher, vor der Stelle, wo wir was ändern wollen, stoppen, damit wir dort diesen Pointer manipulieren können. Das Bild sagt nur die Hälfte der Wahrheit. Die zweite Hälfte der Wahrheit ist in dem Beispiel hier, in diesem etwas modifizierten Beispiel drin. Auch hier wieder, wir gehen eins nach links und immer weiter nach rechts, 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 rechts. So lange, bis es wir stoppen. Stoppen eins vor der letzten Möglichkeit, nach rechts zu gehen. Ja, hier gibt es keine rechte Möglichkeit mehr weiter. Es gibt zwar eine linke Möglichkeit, aber keine rechte. Sodass wir jetzt diesen Knoten hier haben, den wir ersetzen, den wir überspringen durch, und die 36 bleibt an dieser Stelle, anstelle der 39 hier. Die 39 ist hier hingekommen. Warum ist das richtig?
Warum kriegen wir den Vorgänger, den unmittelbaren Vorgänger, indem wir einmal nach links runtergehen und dann immer weiter nach rechts? Das ist nicht immer so. Wenn Sie sich mal die 54 hernehmen, der unmittelbare Vorgänger der 54 in diesem Baum ist die 43. Und zu 43 kommen wir nicht, indem wir hier, wie ich eben gesagt habe, einmal nach links und dann immer nach rechts gehen, denn nach links runter ist nichts. Das ist genau der Unterschied, das ist genau die Fallunterscheidung, die man hier machen muss. Entweder haben wir einen linken Teilbaum, dann ist der unmittelbare Vorgänger in Sortierreihenfolge in diesem linken Teilbaum drin. Und wie finden wir den? Der muss hier drin sein. Vielleicht sollte man das noch dazu sagen. Der muss hier drin sein, denn alles, was noch weiter links ist, kann ja nur kleiner sein. Also, wenn wir einen linken Teilbaum haben von diesem Knoten aus, dann muss da der unmittelbare Vorgänger drin sein. Er kann nicht noch weiter links sein. Und warum ist das jetzt der, den ich beschrieben habe, immer weiter nach rechts, so lange, bis es nicht mehr weiter nach rechts geht? Naja, aus der ganz einfachen Logik, wenn wir nach rechts gehen, sind wir bei den Größeren, wenn wir nach rechts gehen, sind wir bei den Größeren und wenn wir nach links gehen, sind wir immer bei den Kleineren. Also immer weiter nach rechts gehen, bis es nicht mehr weiter geht. Wir werden immer nur größer. Wir haben Duplikate erlaubt, das heißt, es kann auch durchaus sein, dass diese beiden Werte hier gleich sind, also dass hier eine 31 und hier eine 31 steht oder so etwas, aber das tut der Sache ja keinen Abbruch. Trotzdem kommen wir hier zum größten Wert hin, der in diesem linken Teilbaum ist. Und wenn hier wie bei der 54 kein linker Nachfolger ist, dann muss natürlich der Vorgänger irgendwo anders in der Struktur sein. Hier ist die Struktur gerade so aufgebaut, dass die 43 ist. Wobei Sie natürlich diese 1:1 Korrespondenz haben. Der unmittelbare Nachfolger der 54, der unmittelbare Nachfolger der 43 ist die 54 und der unmittelbare Vorgänger der 54 ist die 43. Das heißt also, wenn Sie von der 43 aus die 54 erwischt haben als unmittelbare Nachfolger, wissen Sie gleichzeitig, was der unmittelbare Vorgänger der 54 ist, nämlich die 43. Logisch. Gut, das ist eine noch etwas, was ich nachtragen wollte, damit das ganz klar ist. Was bedeutet dieses Bild erweitert auf einen wirklich großen Baum, beliebig großen Baum, denn das ist natürlich das, was man tun muss zur Implementation. Einmal nach links gehen und dann in einer Schleife so weit rechts runtergehen, wie nur irgend möglich oder umgekehrt. Einmal nach rechts gehen und in einer Schleife so weit runtergehen nach links, wie nur irgend möglich und eins vorher stoppen. Das heißt, wenn wir von hier aus den unmittelbaren Nachfolger in Sortierreihenfolge, die 54 hätten kriegen wollen, gehen wir eins weiter und sind schon an der Stelle, dass wir eine Position vor dem unmittelbaren Nachfolger sind. Das heißt also, die While-Schleife, die wir hier implementieren würden, wenn wir es iterativ implementieren, würde keinen Schritt nach links gehen. Gut, das wollte ich nachtragen zum Löschen eines Knotens in einem Baum. Jetzt kommen wir zu einer etwas komplizierteren Algorithmus, wo es nicht mehr um punktuellen Zugriff geht. Ja? Finden eines Schlüsselwertes, einfügen eines Schlüsselwertes, löschen eines Schlüsselwertes sind immer punktuelle Zugriffe auf einen einzigen Schlüsselwert, auf einen einzigen Knoten. Hier geht es jetzt darum, alle Knoten zu durchlaufen, und zwar in aufsteigender Reihenfolge. Das heißt also, was wir rauskriegen wollen, ist, erst soll die 7 da drin sein, dann die 11, dann die 25, dann die 28, dann die 31, 39, 43, 54, 66, 69, 71, 76, 99. Diese Reihenfolge, wie ich sie jetzt eben mündlich gesagt habe,
soll durchlaufen werden durch den Algorithmus. Und das heißt, der Algorithmus muss an jeder Stelle immer richtig abbiegen. Der Algorithmus wird an den verschiedenen Stellen zum Beispiel hier öfters mal vorkommen, weil er erstmal nach links und dann nach rechts geht. Und das müssen wir alles regeln, dass er da immer richtig abbiegt, wenn er vorher links war, dann nach rechts und so weiter. Frage vorweg, die ich stellen, aber auch gleich selber beantworten möchte. Warum, wie wir es jetzt gleich sehen werden, iterativ? Rekursiv ist doch so einfach, das zu implementieren. Ja, das können Sie gerne mal als Übung machen. Wie einfach das ist, das zu implementieren? Das Ergebnis, die Liste der aufsteigenden Schlüsselwerte vom Gesamtbaum ist gleich das Ergebnis vom linken Teilbaum plus der Schlüsselwert der Wurzel konkateniert plus die Ergebnisliste vom rechten Teilbaum. Das, was ich eben mündlich gesagt habe, lässt sich 1:1 sofort in eine ganz kleine rekursive Methode übersetzen. Rekursiver Aufruf mit dem linken Teilbaum, Schlüsselwert der Wurzel rangehängt, rekursiver Aufruf mit dem rechten Teilbaum. Das alles zusammen konkateniert zu einer Gesamtliste. Abbruchbedingung, der Einfachheit halber, wenn wir irgendwo auf Null kommen, also zum Beispiel hier, wenn wir noch von hier aus rekursiv nach links und nach rechts aufrufen, kriegen wir jeweils Null und das ist dann der Rekursionsabbruch. Ja, wir würden uns das Leben ganz einfach machen, wenn wir das rekursiv implementieren. Trotzdem werde ich Ihnen hier die iterative Implementation präsentieren, nicht in Form von Code, sondern in Form von eben, naja, ich habe angefangen von bunten Bildern zu reden, aber Sie sehen, die Bilder sind dann doch etwas einfarbig, abgesehen von dem Balken da oben. Warum iterativ? Iterativ hat, wenn Sie iterativ durch Strukturen durchgehen, zum Beispiel durch einen Baum oder auch durch eine lineare Liste oder durch ein Array oder was auch immer, dann können Sie flexibler damit umgehen. Das finden Sie realisiert, beispielsweise in der Java API mit der Klasse Iterator. Klasse? Nee, Interface. Iterator müsste ein Interface sein. In Java Util, in diesem Paket, das Ihnen ja gut vertraut ist, wo auch der Comparator beispielsweise drin ist. Das heißt, man kann einfach vorwärts laufen. Man kann beispielsweise zwischendurch den Durchlauf unterbrechen und was anderes tun und später den Durchlauf entweder ganz beenden oder vorzeitig ganz beenden, wenn man das, was man tun wollte, gemacht hat. Zum Beispiel beim Navi, wenn man den Zielknoten vom Startknoten aus erreicht hat. Wenn Sie von, mein Beispiel immer von Kantplatz nach Frankfurt Main Hauptbahnhof fahren, dann können Sie die Suche durch die Datenstruktur beenden in dem Moment, wenn Sie Frankfurt Main Hauptbahnhof erreicht haben in Ihrer Suche. Sie müssen nicht bis Singapur und Kapstadt das ganze Straßennetz durchsuchen. Bitte? Diesen ersten Punkt kann man mit Gewalt auch mit einer rekursiven Lösung machen, das sehe ich ein, wobei Sie diese rekursive Lösung dann noch ein bisschen steuern müssten. Aber es gibt noch mehr Dinge, die man, also grundsätzlich ist es so, natürlich, alles, was man iterativ realisieren kann, kann man auch rekursiv realisieren, alles, was man rekursiv realisieren kann, kann man auch iterativ realisieren. Es ist nur die Frage, wie einfach das Ganze zu realisieren ist und wie einfach durchschaubar dann der Code ist, den man damit dann produziert. Man kann zum Beispiel auch problemlos in einer Schleife, in der man den Iterator in jedem Durchlauf eins fortschaltet, dann irgendwas anderes noch damit zusätzlich machen. Ja, mit jedem Element, auf dem man gerade ist, noch irgendwas machen, den rausschreiben, irgendwas. Und das muss man nicht in die Methode hinein implementieren, sondern das kann außerhalb bleiben. Der Iterator durchläuft die Struktur Schlüsselwert für Schlüsselwert und drumherum kann man eine Schleife basteln, wo in jedem Durchlauf der Iterator 1 fortgeschaltet wird und mit jedem Element was machen. Oder zum Beispiel auch zwei Strukturen zugleich durchlaufen. Ja, das hatten wir öfters mal, dass wir zwei lineare Listen gleichzeitig durchlaufen. Ja,
Jedes einzelne von denen, jede einzelne Möglichkeit, was ich jetzt beschrieben habe, kann man für sich problemlos auch rekursiv implementieren. Aber sozusagen den Code einer Methode, eines Durchlaufs einmal zu implementieren und mit diesem Code jede dieser Möglichkeiten zu realisieren, das wird mit einer rekursiven Implementation schon deutlich schwieriger und das Ergebnis sieht dann deutlich weniger natürlich aus, ist deutlich schwieriger zu durchschauen für Leute, die das dann nutzen wollen. Deshalb gibt, das ist auch der Grund, warum sich als Designmuster Iterator durchgesetzt hat, dass man eben sogar in eine eigene Klasse auslagert, das Muster iterativ durch eine Struktur, welcher Art auch immer, durchzulaufen. Nach außen hin sieht es dann aus wie eine lineare Struktur. Ja, weil in einer linearen Schleife, in einer Wahlschleife einfach ein Element nach dem anderen durchlaufen wird. Das wird Ihnen immer wieder, denke ich, begegnen. Auch diese als Designmuster, Englisch Design Pattern, Iterator, wird Ihnen das auch später im Software Engineering begegnen. Das wollte ich nur mal angesprochen haben als Grund dafür, warum es sinnvoll ist, sich mit iterativen Implementationen von Methoden zu beschäftigen, wo doch sehr häufig die rekursive Implementation sehr viel einfacher ist. Wir haben noch einen anderen Grund gesehen, denken Sie an haben wir noch nicht gesehen. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel, beziehungsweise doch, denken, haben wir gesehen, Fibonacci, Zahlen. Ja, wir haben gesehen, dass die asymptotische Komplexität zur Berechnung von Fibonacci-Zahlen rekursiv irgendwo im exponentiellen Bereich liegt, während die iterative Implementation in linearem Aufwand nur hat, lineare Komplexität, was ja ein deutlicher Unterschied ist, nicht? Selbst bei so kleinen Zahlen bis 92, wie man Fibonacci-Zahlen berechnen kann, ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen linear und exponentiell. So, wie gehen wir hier durch? Also abstrakt ist klar, wir vergessen einfach mal ganz kurz das, was hier oben rechts ist, kommen darauf dann später zu sprechen. Abstrakt ist klar, was wir machen müssen. Wir müssen runter, runter, runter gehen, bis es nicht mehr weiter nach links geht. Dann haben wir unser erstes Element gefunden, eins weiter zurück. Dann noch eins weiter zurück. Achso, halt. So, die 7 haben wir gefunden. Eins weiter zurück. Jetzt sind wir in der Situation, linken Teilbaum abgearbeitet, rechten Teilbaum noch nicht. Jetzt kommt die 11 ran. Rechter ist nicht viel. Rechter Teilbaum, eins zurück. Sind wieder in der Situation, linker Teilbaum abgearbeitet, rechter noch nicht. Also 25 rein. Und dann erst geht es in den rechten Teilbaum. Und hier geht es so weiter. Erst die 28, die 31, die 39 und dann ist der linke Teilbaum ganz abgearbeitet. Wir kommen auf die 43 zurück. Jetzt ist die Situation, nachdem wir den linken Teilbaum abgearbeitet haben, dass wir die 43 reinsetzen und das Ganze passiert links genauso wieder weiter. Sie sehen hier als Beispiel, es geht zwar noch rechts weiter, aber nicht links. Also ist jetzt die 54 reinzuschreiben und dann erst hier die 66 zurück zur 69 und linke Seite von der 69 abgearbeitet. Alles immer nach demselben Schema. So, jetzt sind wir bei der 99, haben die auch hochgeschrieben und gehen nochmal zurück und stellen fest, von der 43 aus sind wir nach links gegangen, erledigt. Wir sind nach rechts gegangen, erledigt. Und da die 43 die Gesamtwurzel des Baumes ist, ist der Baum erledigt. Ja, die Logik haben wir überall woanders auch gemacht. Also hier, wie hier gerade einen Schritt vorher bei der 69 waren, wir sind nach links gegangen, erledigt, wir sind schon nach rechts gegangen, erledigt, also 69 ist erledigt, also dieser gesamte Teilbaum ist erledigt, 1 zurück. Hier gibt es kein 1 zurück mehr, sondern die Methode beendet. Woher weiß die Methode an jeder Stelle, ob sie schon links war, ob sie schon rechts war, ob sie in beiden schon war? Da kommt jetzt das ins Spiel, was ich Sie eben für den Moment gebeten hatte, noch mal kurz zu ignorieren. Nehmen wir uns mal eine ganz andere Situation vor.
Vielleicht hier so zurück, so hier vielleicht. Was Sie hier sehen, ist ein Stack, Stapel, deshalb habe ich es S genannt. Das ist nichts anderes als eine lineare Liste, wo Sie an einem Ende immer einfügen und löschen. Also idealerweise, es bietet sich an, praktischerweise das am Kopf der Liste zu machen. Ja, wenn Sie ein neues Element einfügen, wird es am Kopf der Liste eingefügt. Und wenn Sie sagen, es soll ein Wert gelöscht werden, dann geben Sie nicht an, welcher gelöscht wird, sondern es soll immer das Kopfelement gelöscht werden, solange die Liste nicht leer ist. Mehr ist das hier nicht. Einfach eine lineare Liste. Das ist das Kopfelement, das ist das nächste, das letzte Element der linearen Liste. So, und der Schlüsselwerttyp dieser linearen Liste, dieses Stack, dieses Stapels, ist offensichtlich irgendwie kombiniert. Ich habe mir jetzt die dichterische Freiheit genommen, hier die Zahlen, die Schlüsselwerte reinzuschreiben, aber es ist wichtig zu verstehen, das ist auch auf der Tonspur des Videos, des Kurzvideos dazu drauf, jetzt ist es auch auf der Tonspur dieser Vorlesungsaufzeichnung drauf. Es ist wichtig zu verstehen, das ist nur gemeint ist, dass hier jeweils ein Verweis, ein Pointer auf den jeweiligen Knoten ist. So ist die Datenstruktur organisiert, bestehend der generische Datentyp ist spezialisiert zu einer Klasse, die aus zwei Attribute hat. Ein Pointer auf einen Knoten, zum Beispiel hier Pointer auf diesen Knoten, hier Pointer auf diesen Knoten, Pointer auf diesen Knoten, Pointer auf diesen Knoten. Und das zweite Element, das zweite Attribut ist eine ganze Zahl, die Datentyp int haben könnte, aber nur die Werte 0, 1, 2 annehmen wird in diesem Algorithmus. Und Sie sehen auch schon, was da jeweils drin steckt, nämlich der Pfad von der Wurzel 43, 69, 76, 71 bis zu dem aktuellen Element, wo die Suche gerade drin ist. Und damit ist es überhaupt kein Problem, vorwärts und rückwärts zu gehen. Gehen wir hier mal zurück. Wir haben jetzt hier die Situation 43, 69, 76. Und was heißt es jetzt, einen Schritt vorwärts zu gehen? Das heißt, ein neues Element auf den Stack drauf zu tun. Sprich, wenn das wieder als lineare Liste realisiert ist, muss nicht sein, ist aber sicherlich sinnvoll, könnte aber beispielsweise auch in einem größeren Fall auch sinnvoll als ArrayList implementiert sein. Vorne an den Anfang bei einer linearen Liste, bei einer Linked List, vorne an den Anfang ein neues Element mit diesen Informationen, mit diesen Daten anhängen. Und wenn wir da fertig sind, gehen wir irgendwann zurück. Ja, wir haben die 71 jetzt hier reingeschrieben. Und was heißt das? Zurückgehen, das heißt einfach das erste Element aus der Liste rausschmeißen. Wie wir das machen, ein Element an eine Liste vorne vor den Kopf, vor dem bisherigen Kopf dranhängen, beziehungsweise das oberste Element, das erste Element rausschmeißen, das haben wir am Anfang dieses Semesters gesehen. Muss ich nicht nochmal drauf eingehen, ich denke, es war die zweite oder dritte Vorlesung. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, es war die zweite. Also die erste nach der Orga. So. Was hat es jetzt mit diesen Zahlen hier auf sich? Ich hatte ja eben die Frage gestellt, woher weiß die Methode, dass sie jetzt schon nach links oder nach rechts oder sonst wohin gegangen ist. Machen wir uns erstmal klar, es gibt drei Fälle. Wenn die Methode an einen Knoten rangekommen ist, zu einem Knoten hingekommen ist, gibt es drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, wir kommen zum ersten Mal von oben her an diese Stelle, zu diesem Knoten. Dann wissen wir, dass erst das, was wir als nächstes machen sollten, ist nach links runtergehen. Zweite Möglichkeit ist dann, wir kommen von links wieder hoch zu diesem Knoten. Was müssen wir dann machen? Dann müssen wir zwei Dinge tun. Erstens den Knoten, so wie hier reinsetzen.
ins Ergebnis hinten anhängen und zweitens dann nach rechts weitergehen. Dritter Fall ist, dass wir von rechts wieder hochkommen. Was müssen wir dann tun? Ja, dann ist der Fall, den ich gesagt habe, nach links ist alles erledigt, nach rechts ist alles erledigt, also eins weiter zurück, in der Baumstruktur eins weiter hoch, sprich das oberste Listenelement löschen. Wie merken wir uns das? Drei Fälle, das merken wir uns eben in dieser Zahl, die Werte 0, 1, 2 annehmen kann, wie ich gesagt habe, in diesem Algorithmus. Mit der Semantik, 0 heißt, vielleicht haben wir irgendwo eine Situation mit 0, hier zum Beispiel, 0 heißt, wir sind noch kein einziges Mal von einem der Nachfolger von links oder rechts hochgekommen wieder zu diesem Knoten. Ja, das war die Situation, wir sind hier runtergegangen, weil wir von oben gekommen sind. 1 heißt, wir sind einmal wieder hochgekommen und das heißt von links, weil wir immer zuerst nach links und dann nach rechts gehen. Und 2 heißt, wir sind zum zweiten Mal hochgekommen, also dann von rechts. Und wie können wir diese Information verwalten? Ganz einfach, jedes Mal, wenn wir an einem Knoten entlangkommen, egal ob von oben das erste Mal, wenn wir von oben kommen und hier das Element auf den Stack draufpacken, ja, dann setzen wir diesen Wert auf 0. Wenn wir dann irgendwann zurückkommen, erhöhen wir den Wert um 1. Und wenn wir nochmal zurückkommen, erhöhen wir wieder den Wert um 1. Und es ist immer nach dieser Semantik der richtige Wert. Ganz einfach, also so kompliziert, auch wenn es sicherlich ein bisschen komplizierter ist als die rekursive Implementation, ist es vielleicht auch gar nicht so kompliziert, wenn Sie den Stack schon als lineare Liste oder was auch immer gegeben haben, dass Sie das nicht nochmal selber implementieren müssen. So, das ist ein schönes Beispiel für das Thema Invariante. Und auch nochmal ein schönes Beispiel für das Thema Variante. Was ist die Invariante? Naja, offensichtlich steckt die Invariante steckt hier und hier. Was hier drin steckt als Teil der Invariante ist, alles bis dahin ist korrekt mitprotokolliert. In dieser linearen Liste L. Korrekt heißt, genau das, was mitprotokolliert werden sollte, ist mitprotokolliert, nicht weniger und nicht mehr und auch nichts doppelt und auch in der richtigen Reihenfolge, aufsteigend sortiert. Das ist der eine Teil der Invariante, der aussagt, was hier drin steckt, nämlich alles bisher korrekt mit. Schauen wir uns mal an, was das konkret heißt. Also, wenn hier eine 1 drin steht, heißt das, linker Teilbaum hiervon ist schon erledigt, korrekt mit protokolliert. Wenn hier eine 1 drin steht, heißt das, linker Teilbaum hiervon erledigt, korrekt mit protokolliert. Wenn hier eine 1 drin steht, heißt es, korrekter Teilbaum hiervon mit protokolliert. Und gehen wir mal vielleicht ein bisschen weiter. Wenn hier eine 2 drin steht, heißt das, nicht nur links, sondern auch rechts schon korrekt mit protokolliert und natürlich auch das in der Mitte. Denn bevor wir nach rechts absteigen, müssen wir daran denken, das müssen wir an einer Stelle, einer Zeile im Code, wenn wir von links hochkommen und diese Zahl von 0 auf 1 setzen, dann muss der aktuelle Schlüsselwortwürfel stehen, auch mit rein protokolliert werden in diese Ergebnisliste. So, also der eine Teil der Invariante ist, das hier ist soweit alles korrekt mit implementiert, gemäß dem, was hier drin ist. Ja, ich habe das, was hier drin stehen soll, habe ich ja gerade eben abgeleitet von dem, was hier drin ist, welche Knoten hier drin sind und welche Zahlen da jeweils dran stehen. Dementsprechend muss alles korrekt implementiert, mitprotokolliert sein. Und was ist hier drin? Naja, das hier ist offensichtlich der, wie ich schon sagte, der Pfad
von der Wurzel bis zum aktuellen Knoten, wo die Suche gerade steht. Und diese Werte müssen die Semantik erfüllen, 0, 1, 2, die ich eben gesagt habe, wie oft man schon von einem Nachfolger links oder rechts wieder hochgekommen ist zu diesem aktuellen Knoten. Das ist die Invariante. Also Sie sehen, manchmal ist die Invariante durchaus ein bisschen komplizierter, als Sie das bei den einfachen Listenoperationen oder sowas gesehen haben. Variante ist auch interessant. Also, wie können wir uns sicher sein, wie können wir uns sicher sein, dass wir immer schrittweise zum Ende kommen? Dass wir immer schrittweise zum Ende kommen. Da reicht es, sich diese ersten Werte anzuschauen. Wenn man sich, gehen wir nochmal ganz zurück, wenn man sich diese ersten Werte anschaut, ich muss noch ein bisschen weiter ganz an den Anfang zurückgehen, ist vielleicht am besten so. Wir beginnen hier mit der 0. Dann geht es weiter mit 0, 0. Logisch, wir sind ja noch nie zurückgekommen. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 2. 1. 0, 0, 1. 0, 0, 2. 0, 1. Keine Sorge, ich mache das jetzt nicht weiter. Was Sie jetzt hier sehen ist, wenn Sie nur allein schon an diesem Beispiel, das können Sie sich an dem Rest der Methode, des Ablaufs der Methode an diesem Beispiel auch klar machen, nochmal, ist, ich kann diese Zeichen, diese vier Zeichen als einen String auffassen. Ein String über den Alphabet 0, 1, 2. Mit der üblichen Reihenfolge 0, kommt vor 1, kommt vor 2, so wie beim üblichen Alphabet A vor B vor C kommt. Und wenn ich das jetzt nochmal durchgehe, was ich jetzt hier eben laut vorgelesen habe, sind Strings, die von Schritt zu Schritt lexikografisch größer werden. Wir haben 0, ein String mit einem einzigen Zeichen, nämlich der 0. Das ist ein Präfix von diesem String, der ist lexikografisch größer. Der ist wiederum lexikografisch größer, weil wir nur hinten immer was anhängen, egal was. Immer noch lexikografisch größer, weil wir nur was angehängt haben. Jetzt wird daraus eine 1, wird natürlich auch lexikografisch größer. Eine 2, wieder lexikografisch größer, auch wenn hier die ersten drei Zeichen dieses Strings sich nicht verändern. Und jetzt ist nochmal der interessante Punkt, bei dem man sich klar machen muss, dass das auch das eine lexikografische Vergrößerung ist. Wir hatten jetzt hier 0002 und jetzt haben wir 001. Das heißt also, die ersten zwei Zeichen sind identisch. Hier haben wir jetzt eine 0 im dritten Zeichen, hier haben wir eine 3 im dritten Zeichen. Egal, was hier noch kommt, diese 2, der hier ist lexikografisch größer. Und so geht es weiter. Können wir durchgehen, durchgehen, durchgehen. Und Sie können sich drehen und wenden, wie Sie wollen. Es wird immer lexikografisch größer. Ja, also zum Beispiel hier hatten wir noch eine 0, eine 2, jetzt hier eine 1. Und jetzt geht es mit einer 1 vorne, die Zeichenketten, die eine 1 vorne haben, gehen durch, immer weiter durch. Und das muss irgendwann beendet werden, denn es kann ja nicht größer als 2 werden. Es gibt nur endlich viele Strings, die hier durchlaufen werden können. Und wenn die Strings lexikografisch größer werden, heißt es, dass kein String zweimal durchlaufen wird. Kein String wird zweimal durchlaufen. Es gibt nur endlich viele Strings. Das heißt, nach endlich vielen Schritten müssen wir jetzt den letzten String erreicht haben, bei dem wir die Abbruchbedingung erreicht haben. Ja? Also ein schönes Beispiel dafür,
dass die Invariante bzw. jetzt hier die Variante durchaus mal ein bisschen trickiger ist, als Sie es sonst kennen. I wird um 1 erhöht oder I1 plus I2 wird um 1 erhöht oder solche Sachen. Und das Schöne auch daran ist, wenn Sie jetzt erstmal die Invariante und die Variante haben, dann können Sie entweder jetzt erst hergehen und den Code implementieren, die Schleife implementieren, anhand von dem, was die Invariante und die Variante aussagen, oder falls Sie schon vorher den Code implementiert haben oder jemand anders hat den Code implementiert und Sie sollen den nachprüfen, können Sie anhand der Invariante und Variante genau als eine Checkliste sehen, aha, das, was in jedem Iteration, in jedem Durchlauf der Schleife passiert, das stimmt. Die Invariante wird eingehalten. Egal, in welchem der drei Fälle wir sind. Ja, Sie brauchen ja nur die drei Fälle zu unterscheiden. Die Invariante wird eingehalten. In dem Fall, in dem Fall, in dem Fall. Stimmt. Und die Variante wird eingehalten. Stimmt auch. Indem Sie sich einfach den Code ansehen. Und dann wissen Sie, dass das Endergebnis stimmt. Denn, wie so häufig, geht die Aussage der Invariante dieser Teil hier am Ende in die Aussage über, das Endergebnis ist korrekt. Wenn wir am Ende den ganzen Baum durchlaufen haben, die Invariante sagt, dass bis dahin, bis zum jetzigen Punkt im Baum alles korrekt mitprotokolliert wurde und wir haben den ganzen Baum durchlaufen, das heißt, bis zum Ende der gesamte Baum wurde korrekt mitprotokolliert. So, das wollte ich zum Thema Durchlauf durch einen binären Suchbaum, also einen Baum mit Suchbaumeigenschaft, sagen. Gibt es von Ihrer Seite aus spontan dazu Fragen oder Anmerkungen, Nörgeleien, Fehlerkorrekturen, was auch immer? Ja? Okay, die Frage ist sicherlich berechtigt. Ich setze am Ende nochmal den Stack, den Wert dort auf 2. Könnte man sich auch sparen, aber dann wird es, glaube ich, weniger durchsichtig, der Code. Es macht die Sache, denke ich, einfacher zu verstehen, wenn man das nochmal explizit auf 2 setzt, weil dann die Logik klarer zum Vorschein kommt. Aber die Frage ist, wie gesagt, absolut berechtigt. Noch weitere Punkte, Fragen, sonst was? Gut, dann verlassen wir binäre Bäume erst einmal. Wir werden zu binären Bäumen zurückkehren, aber nicht mehr zu Suchbäumen hier in der Vorlesung, sondern jetzt kommen wir zu B-Bäumen. Fragen Sie mich nicht, warum die Dinger B-Bäume heißen. Soweit ich weiß, kann man nicht mehr genau nachvollziehen, warum die so genannt worden sind. Es gibt ein paar plausible Hypothesen dazu, aber keine gesicherte Erkenntnis. Ist vielleicht auch egal. Diese Datenstruktur, von der Sie hier ein einfaches kleines Beispiel sehen, ist das Backbone, wie würde man das im Deutschen sagen, das Rückgrat jedes Datenbanksystems in der Welt. Jedes vernünftigen Datenbanksystems. Okay, ich hoffe, dass ich niemandem auf die Füße trete, wenn ich alle eventuell existierende Datenbanksysteme, die das nicht haben, damit als unvernünftig bezeichne. Also nehme ich auch gleich wieder zurück. Das ist aber trotz allem das Arbeitstier, das Arbeitspferd im Bereich Datenbanksysteme schlechthin. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir haben das schon angesprochen am Anfang des Semesters. Ich werde es aber gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, warum das Arbeitspferd schlechthin ist. Aber erst einmal noch ein bisschen hier zur Klärung, zur Einstimmung. Wir haben einen Vielwegbaum. Vielwegbäume haben wir schon am Anfang. Ich denke, in der dritten inhaltlichen Vorlesung gesehen. Und die zeichne ich immer so, dass wir hier die Schlüsselwerte drin haben, also die Knoten in diesem Vielwegbaum haben Platz für 5 Schlüsselwerte in jedem einzelnen Knoten. Das heißt, sie brauchen Platz für bis zu 6 Nachfolgeknoten, also für Verweise dazu.
Und so viele Schlüsselwerte, wie wir in einem Knoten haben, eins mehr brauchen wir an Verweisen, auch Nachfolger. Das ist die erstmal grundlegende Konsistenzeigenschaft von Vielwegbäumen, von B-Bäumen auf jeden Fall. Man kann Vielwegbäume auch so implementieren, dass das nicht gegeben ist, dass hier vielleicht auch zwischendurch mal irgendwelche, dass nicht alle Pointer da sind, dass es nicht so eins mehr Nachfolger gibt wie Schlüsselwerte in einem Knoten, sondern weniger. Aber bei B-Bäumen ist das so und das werden wir auch gleich sehen, warum das so sein muss, um die Ziele von B-Bäumen zu erreichen. So, Sie sehen, es hat auch wieder Suchbaumeigenschaft, 40, hier links ist alles kleiner gleich der 40, rechts alles größer gleich, genauso hier nehme ich die 35 als Beispiel, links darunter alles kleiner gleich 35, rechts darunter alles größer gleich 35 und so weiter und so fort. Finden in einem B-Baum ist dann genauso wie in einem binären Suchbaum, das haben wir schon durchexerziert, das war auch in einem Live-Coding drin. Wir wollen beispielsweise die 37 finden. Ich hoffe, dass die Schriftgröße jetzt nicht zu klein geraten ist. Wir setzen wie bei B-Bäumen oder auch wie bei Listen mit dem ersten obersten Element ein, also der Wurzel bei Bäumen. 37 von der heißt, ja, wir haben hier drei Möglichkeiten. Entweder 37 ist gleich der 40, ist natürlich nicht der Fall. Oder es geht nach links weiter, oder es geht nach rechts weiter. Es geht natürlich nach links weiter, wenn wir die 37 suchen. Und Sie sehen schon hier, das werden wir dann öfters mal bei B-Bäumen haben, damit ich Sie nicht allzu sehr mit der kleinen Schriftgröße quälen muss, sehen Sie hier immer Ausschnitte aus dem Baum, aus diesem Bild. So, wir gehen also nach links. Wir gehen nochmal nach rechts und siehe da, die 37 ist dort gefunden. Und wenn sie dort nicht gefunden wäre, dann hätten wir halt false zurückgeliefert. Sie hätte natürlich auch irgendwo auf dem Weg gefunden sein können, hier oder hier. Ich habe das Beispiel so kreiert, dass sie ganz unten in diesem Fall ist. So, finden ist wie üblich kein Problem, lässt sich sicherlich auch leicht implementieren. Etwas komplizierter als bei binären Bäumen, weil Sie ja nicht nur links und rechts unterscheiden müssen, sondern eben gucken müssen, wenn es kleiner ist, ist es kleiner als die 12, dann geht es da lang weiter, ist es zwischen 12 und 35, dann geht es da lang weiter, ist es größer als 35, dann geht es da lang weiter und so weiter. Aber das sollte ja auch mit einer kleinen Schleife kein Problem sein. Können Sie mal als kleine Fingerübung mal implementieren. So, warum, nochmal zur Erinnerung, warum sind Vielwegbäume interessant? Muss ich das ein bisschen größer machen? Wäre vielleicht nicht schlecht. So, machen wir es so. Weil, das hatten wir, wie gesagt, in der vierten Vorlesung, der dritten inhaltlichen Vorlesung war das, weil zwischen Hauptspeicher und Hintergrundspeicher Daten immer gleich in ganzen Seiten, Pages, nicht nur in einzelnen Bits oder Bytes oder Maschinenwörtern hin und her transferiert werden, sodass es sinnvoll ist, die Größe eines solchen Knoten so zu bemessen, dass ein solcher Knoten gerade soeben auf eine einzelne Seite drauf passt und dann müssen natürlich alle Knoten die gleiche Größe haben, müssen die gleiche Anzahl Schlüsselwerte maximal haben, also der reservierte Platz für die Schlüsselwerte muss gleich groß sein, der reservierte Platz für die Nachfolger muss gleich groß sein, für jeden einzelnen Knoten. Das hatten wir beim letzten, als ich das eingeführt habe, nicht gemacht, weil die Zeit nicht gereicht hat, weil ich die ersten drei Termine gewidmet habe der Vorbereitung auf das erste Theorietestat und dafür war das unwesentlich, habe ich diesen Punkt nochmal auf jetzt verschoben. Jetzt haben wir Zeit nach hinten raus. Gibt es eine Frage? Okay. Ich gehe zum Beispiel mal der Einfachheit halber davon aus,
dass eine Seite 8192 Byte hat. Sie wissen ja, das ist keine krumme Zahl, sondern eine hochgradig gerade Zahl, nämlich 2 hoch 13 in Informatik. So, vielleicht sollten wir, hier muss ich noch etwas dazu sagen. Diese Zahl groß M ist nicht die Anzahl der Schlüsselwerte oder die Anzahl der Nachfolger. Die Anzahl der Schlüsselwerte ist hier 5, die Anzahl der potenzielle Anzahl der Nachfolger ist 6, sondern es hat sich eingebürgert bei B-Bäumen, diese Größe eines Knotens durch die Ordnung des B-Baumes einzugeben. Und die Ordnung des B-Baumes ist nicht 5 oder 6, sondern in diesem Fall 3. Es hat sich eingebürgert zu sagen, die Gesamtzahl der Schlüsselwerte in einem Knoten ist 2 mal die Ordnung minus 1, 3 mal 2 minus 1. Und dementsprechend ist die Gesamtzahl der Nachfolgepointer 2 mal die Ordnung, 2 mal 3. Fragen Sie mich nicht, warum, es hat sich so eingebürgert. Und da alle Studierenden der Informatik und auch alle Leute in Fachinformatikerausbildung und überall, die mit B-Bäumen in Kontakt kommen, die Ordnung so verstehen, also ein B-Baum, die Größe der Knoten eines B-Baums mit dieser Definition der Ordnung in Verbindung bringen, halten wir uns natürlich an diese Konvention, auch wenn sie vielleicht unnötig die Sache verkompliziert. Man kann sich daran schnell gewöhnen. Wir werden auch sehen, dass diese Ordnung dann durchaus interessant ist, dass es durchaus gute Gründe gibt, die Ordnung eines B-Baumes so zu definieren, weil genau hier bei dieser Zahl M spielt dann die Musik. Aber bevor diese Zahl die Musik da spielt, erst einmal M so dimensionieren, dass daraus definiert, die Baumknoten genau so groß sind, dass sie gerade so eben auf eine Seite passen. Das heißt, würden wir einen Schlüsselwert mehr und einen Nachfolgepointer mehr hinzufügen zu diesem Knoten, würde er gerade so eben nicht mehr auf diese Seite raufpassen. Mit eben diesem Zahlenbeispiel. So, jetzt müssen wir ein paar Annahmen treffen. Es ist einfach nur ein Rechenbeispiel, damit Sie es einfach mal gesehen haben. Bitte. Okay. Okay, alles klar. Ordnung M, Maximalzahl Knoten gleich 2m minus 1. Reicht das? Ist das jetzt okay? Oder ist es noch nicht ausreichend, um beides vor Augen zu haben? Also hier in diesem Baum ist die Ordnung 3. Ist das damit einfacher jetzt oder? Okay, also ich bin natürlich, wie Sie sehen, gerne für Verbesserungsvorschläge offen. Bitte? Welche Ordnung wäre jetzt ein Binärbaum? Interessante Frage. Wir haben festgestellt, dass Binärbäume und Vielwegbäume, dass Binärbäume nicht unbedingt ein Spezialfall von Vielwegbäumen sind, zum Beispiel, weil wir diese Eigenschaft haben, dass es immer genau einen mehr Nachfolger gibt. Also das Konzept B-Bäume macht ja auch nur Sinn bei größeren Knoten, ist nicht definiert für den Fall von Binärbäumen. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das sinnvoll auf Binärbäume übertragen könnte. Bitte? Beziehungsweise, Sie haben recht, eigentlich müsste es dann 1 sein. Anzahl der Knoten ist dann 2 mal 1 minus 1, ist wieder 1. Und Anzahl der Nachfolger ist 2 mal 2 mal 1, genau. Okay, vielen Dank. Also lässt sich tatsächlich doch auf Binärbäume übertragen, das Konzept. Binärbäume sind dementsprechend haben Ordnung 1. So, noch weitere
Punkte. Gut, dann rechnen wir mal. Wir brauchen da ein paar Annahmen. Ich nehme zum Beispiel an, dass ein Pointer 4 Bytes groß ist. Mir ist es vollkommen egal, ob das jetzt mit heutiger Hardware noch so zusammenpasst. Es ist nur ein Rechenbeispiel. Ich nehme an, dass der Schlüsselwert 6 Bytes Größe hat. Ja. Und wir haben das zu Anfang gesagt bei Vielwegbäumen. Wir müssen uns natürlich noch immer speichern, wie viele dieser Platzhalter, wie viele dieser 5 Platzhalter hier tatsächlich belegt sind mit echten Schlüsselwerten hier, und der Rest ist halt, was immer da drin steht, ist halt Müll, falls da was anderes als Null drin steht. Und diese Zahl, sich zu merken, der gebe ich jetzt 4 Bytes. Das ist realistisch, das ist genau die Größe von Datentyp int. In Java sollte ich genau das dazu sagen. So, dann machen wir mal die Rechnung. Ein Schlüsselwert hat 6 Byte und wir brauchen Platz bis für 2m-1 Schlüsselwerte. Ein Pointer hat 4 Byte und wir brauchen Platz für 2m Schlüsselwerte und wir brauchen für das n auch noch 4 Byte und das Ganze soll gerade so eben in diese Größe einer Seite reinpassen. Jetzt kann man das Ganze auflösen, nach alles, was mit m zu tun hat, zusammenfassen. Und alles, was nichts mit m zu tun hat, hier zusammenfassen. Und dann kriegen wir so etwas heraus, beziehungsweise jetzt nochmal ganzzahlige Division mit Rest ergibt 409. Das heißt also, in dieser konkreten Situation wäre es sinnvoll, die Ordnung m auf 409 zu setzen. Das heißt also, jeder einzelne Knoten hat 409 mal 2 ist also 817 Schlüsselwerte, Platz für 817 Schlüsselwerte und Platz zusätzlich für 818 Pointer auf Nachfolger plus noch die eine Zahl n, um sich zu merken, wie viele Schlüsselwerte tatsächlich gerade in diesem Baum gespeichert sind. Nur einfach mal als Beispiel, von welchen Größenordnungen wir da reden. Also wir reden nicht von diesen Größenordnungen, die ich Ihnen hier verkauft habe. Wir reden von anderen Größenordnungen. Sie werden verstehen, dass ich aus Layout-Gründen kein Beispiel genommen habe mit der Ordnung 409, sondern ein Beispiel mit der Ordnung 3. So. Jetzt möchten wir einfügen. So. Ein einfaches Beispiel. Wir möchten die 41 einfügen. So, hier geht es also nach rechts, deshalb nur noch den rechten Ausschnitt vom Bild. Hier geht es nach rechts, hier geht es nach links und wir fügen die 41 ein und gut ist. So, schauen wir nochmal, was hier passiert ist. Wir haben gesehen, in den Knoten gehört es rein. Ein Blatt, das ist völlig in Analogie zu binären Bäumen. Was haben wir bei binären Bäumen gemacht zum Einfügen? Wir sind runtergegangen, 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 bis es an der Stelle, wo wir weiter runtergehen sollten, null ist und haben da ein neues Blatt eingefügt. Hier fügen wir jetzt sozusagen in einem Blatt ein. Wir gehen so weit runter, wie es geht, und fügen da ein. Aber die 41 muss ja nicht unbedingt... Es macht Sinn hier, wie ich das auch hier gemacht habe, immer auch hier drin die Sortierreihenfolge zu behalten, damit man dann immer leicht gucken kann, aha, kleiner als 47 also nach da, zwischen 47 und 77 also nach da, größer als 77 also nach da. Es macht Sinn, auch hier in jedem Knoten die Sortierreihenfolge einzuhalten. Das heißt, die 41 wird nicht einfach hinten angehängt, sondern wird vorne hin platziert. Die anderen beiden gehen nach hinten. Wie man das macht, haben wir beim Beispiel ArrayList und Dynamic Array gesehen. Ich denke, das war die zweite Vorlesung, die erste inhaltliche Vorlesung. Brauchen wir uns nicht weiter drüber hier zu unterhalten. So, das ist natürlich der einfache Fall, etwas einzufügen, einen neuen Schlüsselwert einzufügen. Denn, warum ist es einfach gewesen? Weil dort in dem Knoten, wo wir einfügen möchten, noch Platz ist.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Stellen Sie sich vor, wir kommen hier hin, stellen fest, aha, in diesen Knoten möchten wir die 41 einfügen, aber vielleicht sind da nicht nur zwei Elemente drin, sondern so wie hier schon fünf Elemente drin. Und wir können den neuen Wert nicht einfügen, weil wir keinen Platz haben. Also Sie sehen, wir müssen da ein bisschen reparieren. Wir wollen nicht anfangen damit, da jetzt noch da unten was ranzuhängen, weil das dann ausfransen würde. Wir wollen gerne die Struktur kompakt halten. Wir wollen, dass die Baumhöhe nicht erhöht wird, nur weil ich da jetzt die 41 reinpacke. Und das heißt, ich muss anfangen, da ein bisschen zu reparieren. In dem Beispiel nicht, aber in anderen Beispielen müssen wir reparieren. Und wie das mit dem Reparieren aussieht, das können wir uns an dem Beispiel ansehen. Wir wollen jetzt die 59 einfügen. Und Sie sehen hier schon mal, wir können wieder auf den rechten Ausschnitt hernehmen. Sie sehen genau das, was ich eben angesprochen hatte. Die 59 müsste hier rein, aber da ist kein Platz mehr. Hier nehme ich mir wieder die dichterische Freiheit, den Rest vom Baum nicht mehr weiter auszuführen, weil er unwichtig ist an dieser Stelle. So, was passiert jetzt? Erstmal passiert dasselbe wie bisher. Wir setzen da oben ein, gehen einen Schritt weiter und was wir bis jetzt nicht gesehen haben, wir gucken erst einmal nach da vorne, ob da Platz ist oder ob da nicht Platz ist. Stellen fest, nee, da ist kein Platz. Also werden wir jetzt einfach Platz schaffen mit einer einfachen Operation, die sich Split nennt, für Aufteilen, Aufspalten, indem wir diesen Knoten, der voll ist, aufspalten in zwei Knoten, die nicht mehr voll sind und dass wir dann Platz haben, um die 59 hier dann einzufügen. So, erst einmal ein bisschen Farbenspiel. Jetzt werden die Bilder doch mal ein klein wenig bunt. Auf dem Bildschirm sehen Sie, denke ich, die Farben noch mal deutlich unterschiedlicher als jetzt hier auf dem Beamer. Ich habe das mittlere Element in einer Farbe markiert, grün, die zwei da drunter, also alle Elemente, alle Schlüsselwerte vor dem mittleren Element in einer anderen Farbe, alle danach in noch einer anderen Farbe. Das machen wir natürlich nicht am Algorithmus, sondern das ist nur zur Darstellung hier in der Präsentation und danach zersplitte ich. Ja? So sah es vorher aus, so sieht es hinterher aus mit den drei Farben. Ein Knoten, wo die beiden unteren, also alles, was kleiner ist als das mittlere Element ist, ein, als was größer ist. Und dieses mittlere Element, dem ich noch eine andere Farbe gegeben habe, das ziehe ich hier hoch. Das muss ich hier hochziehen, weil ich kann nicht einfach hier die Anzahl der Nachfolger um 1 erhöhen. Denn wir haben die Regel, die Anzahl der Nachfolger in einem Knoten ist gleich Anzahl der Schlüsselwerte in diesem Knoten plus 1. Wenn ich jetzt die Anzahl der Nachfolger um 1 erhöhe, dann muss ich gleichzeitig auch die Anzahl der Schlüsselwerte in diesem Knoten um 1 erhöhen. Und Sie sehen, das geht wunderbar auf. Dieser Knoten und dieser Knoten haben jeweils eins weniger als die Ordnung drin und dieser Knoten ist hoch und jetzt ist Platz drin, um hier an dieser Stelle die 59 genauso wie eben einfach einzufügen. Der wichtige Punkt aber, auf den das Ganze hinauslaufen wird, ist, stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt hier nicht fünf Schlüsselwerte maximal drin, sondern das, was wir eben hatten, 409 mal 2 minus 1, 817, Platz für 817 Schlüsselwerte, dann ist praktisch genau die Hälfte hiervon immer noch gefüllt und praktisch plus minus 1, also genauer gesagt minus 1 und plus minus 1 praktisch die Hälfte von diesem Baumknoten auch immer noch gefüllt.
Und das ist jetzt der entscheidende Trick oder die entscheidende Erkenntnis, dass das möglich ist. Wir würden natürlich gerne jeden Baumknoten bis zum Anschlag füllen. Das wäre ideal. Würden wir keinen Speicherplatz verschenken. Wenn wir keine Einfüge- oder Löschoperationen hätten, dann könnten wir das auch so machen. Wir wissen vorneweg, was ist die Schlüsselwertmenge, die packen wir so in Knoten rein, dass so wenig wie möglich Knoten entstehen müssen und so wenig wie möglich Höhe passiert, sodass wir beim Auffinden eines Schlüsselwertes so wenig wie möglich Seiten aus dem Hintergrundspeicher laden müssen. Aber wir haben Einfüge- und Löschoperationen, wir wollen die haben. Ja, denken Sie an Studierendenstammdaten oder an Kontodaten bei einer Bank. Jeder Schlüsselwert ist eine Kontonummer. Natürlich wollen wir neue Konten eröffnen können und einfügen können. Natürlich wollen wir Konten löschen, auch aus der Struktur rausnehmen können. Natürlich wollen wir einfügen und löschen in vielen, vielen, vielen Anwendungen. Und bis jetzt ist noch niemandem eine Idee gekommen, wie man das trotzdem vernünftig hinkriegen kann, eine Datenstruktur, die mehr oder weniger vollständig gefüllt ist, aber die Höhe des Baumes wächst nicht exorbitant, sondern bleibt kontrolliert, dadurch, dass alle Blätter auf derselben Höhe sind. Bleibt das ja ganz sehr kontrolliert. Aber worauf man auf die Idee gekommen ist, und das ist eben B-Bäume, wenn man es gestattet, wenn man es akzeptiert, dass jeder einzelne Baumknoten im schlimmsten Fall nur zur Hälfte gefüllt ist, also die Hälfte des Speicherplatzes verschenkt wird, beziehungsweise andersrum gesagt, von 100% mehr Speicherplatz als notwendig tatsächlich verwendet wird, wenn man das akzeptiert, dann kriegt man das tatsächlich hin, so wie Sie das hier sehen beim Einfügen. Die Höhe hat sich nicht verändert. Es bleibt weiterhin so, wenn Sie ein Element suchen, dass Sie eben so und so viele Schritte runtergehen, weil die beiden bleiben ja auf derselben Höhe, wie wo vorher das Blatt war. Und bei jeder Operation müssen wir dann schauen, dass die Hälfte nicht unterschritten wird, und die Split-Operation macht das. Also Ordnung des Baumes minus 1, um genau zu sein. Wenn die Ordnung 409 ist, wie in unserem Zahlenbeispiel, dann ist die Forderung, 408 Knoten müssen hier und hier, müssen in jedem, 408 Schlüsselwerte müssen in jedem Knoten übrig bleiben, mindestens drin sein, sodass wir nur roundabout die Hälfte des Speicherplatzes verschenken. Moment, da ist noch die Wurzel, ne? Schauen Sie mal hier. Jetzt habe ich gerade gesagt, Ordnung 3 minus 1, 2, mindestens so viele Elemente müssen in jedem Knoten drin sein. Diese Regel gilt nicht für die Wurzel. Wir werden das auch gleich sehen, warum das nicht so ist. Da können wir diese Regel nicht durchhalten. Das funktioniert nicht. So, halten wir jetzt erst einmal fest. Wir können hier, was wir hier geschafft haben in diesem Fall ist, wenn hier kein Platz ist, können wir ausreichend Platz schaffen und wir können es beibehalten, dass roundabout die Hälfte der Schlüsselwerte weiterhin in jedem Knoten belegt ist mit dieser Split-Operation und dass jetzt Platz ist, um die 59 da reinzusetzen. So. Ist ja schon mal gut. Ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. So einfach geht es jetzt auch nicht. Also wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie gerne. Hier haben wir noch ein anderes Problem, was in diesem Beispiel nicht auftritt, aber vielleicht in anderen Beispielen gleich auftreten wird. Was passiert denn hier? Wir zerlegen den Knoten in zwei und schieben die 56 hier hoch. Eben, damit das Ganze zusammenpasst, ein Nachfolger mehr, ein Schlüsselwert mehr
in diesem Knoten. Aber vielleicht ist dieser Knoten ja auch schon voll belegt. Wenn dieser Knoten schon voll belegt ist, dann haben wir natürlich in diesem Knoten keinen Platz, um diese 56 da hochzuschieben. Also, noch sind wir nicht fertig. Wir müssen uns mehr Gedanken dazu machen. Und das sehen wir uns jetzt im nächsten Beispiel an. So, wir haben jetzt wieder nur einen Ausschnitt aus einem größeren Baum, was ich jetzt hier wieder durch sowas andeute. Und ich will jetzt die 65 einfügen. Gucken wir schon mal vorne weg. Die 65 müsste hier eingefügt werden, aber wir haben hier volles Haus. Da passt keine 65 mehr rein. Und jetzt wissen wir, eigentlich müssen wir eine Split-Operation machen, aber dafür müsste ein Element hochgeschoben werden, ein Schlüsselwert. Aber hier ist auch kein Platz, um diesen Schlüsselwert hochzuziehen. Das heißt, das, was wir eben im Beispiel gesehen haben, das können wir jetzt nicht machen. Das lösen wir dadurch, dass wir gar nicht erst beim Abstieg auf einen Knoten gehen, der voll ist, sondern bevor wir auf einen Knoten gehen, schauen wir, ist er voll? Und wenn er voll ist, dann wenden wir schon prophylaktisch diesen Split an, damit wir später, wenn wir weiter runtergehen, kein Problem mit Split-Operationen weiter unten haben. So, das ist wieder mal der Ausschnitt, da wo die Musik spielt. Wir kommen also hier irgendwie durch die Baumstruktur von der Wurzel bis zu diesem Vorgängerknoten für diesen Baum hin, schauen runter, hier geht es lang weiter, um die 65 einzufügen, das Ding ist voll und wir steigen gar nicht erst ab zu diesem Knoten, das heißt, das machen wir natürlich dann schon noch, aber bevor wir zu diesem Knoten absteigen, machen wir hier diese Split-Operation, genau dasselbe wie eben, die 55 nach oben geschoben, und die beiden Bäume, den Knoten in zwei gesplittet und die entsprechenden Nachfolger. Gucken wir uns nochmal genau an, was hier passiert. Wir haben hier dieses mittlere Element, was wir nach oben schieben. Wir haben links zwei Schlüsselwerte und drei Nachfolger, rechts zwei Schlüsselwerte und drei Nachfolger. Gucken wir uns das an. Was passiert, wenn wir den Baum splitten? Hier oben ist dann die 55 an der entsprechenden Stelle zwischen diesen beiden Pointern. Und hier die Struktur haben wir einfach übernommen. Alles, was kleiner als 22 ist, alles, was zwischen 22 und 37 ist, alles, was zwischen 37 und 55 ist, alles zwischen 55 und 67 und so weiter, wird hier übernommen. Alles, was kleiner als 22 ist, da können ruhig dann bei einem größeren Beispiel auch noch mehr dranhängen. Ja? Das müssen nicht Blätter sein, das kann durchaus sein, dass es da noch weiter runter geht. Alles, was zwischen 22 und 37 ist, hierhin und so weiter und so fort. Das passt wieder zusammen mit der Suchbaumeigenschaft. Hier zwischen diesen beiden Pointers die 55, die wir eben hochgezogen haben. Und hier ist tatsächlich alles drin, was zwischen der 37 und der 55 ist und so weiter. Suchbaumeigenschaft erfüllt, trotzdem Platz geschaffen. Jetzt können wir hier weiter runtergehen, einen Schritt weiter runter. Ja, erst nachdem wir den Platz geschaffen haben, gehen wir einen Schritt weiter runter. Und gucken jetzt, machen genau dasselbe wie eben im vorangehenden Beispiel. Gucken, aha, dieser Knoten ist, hier müsste es lang gehen, aber dieser Knoten ist voll. Also passiert ein Split. Gehen runter, wollen die 65 einfügen. Können sie jetzt einfügen, denn da, also wir wollen sie einfügen hier, weil es ein Blatt ist. Also können wir das da einfügen. Natürlich wollen wir die 65 nicht irgendwo anders einfügen, sollte ich vielleicht nochmal sagen, denn wenn ich einen Schlüsselwert hier noch einfüge, müsste ich ja noch einen Nachfolger einfügen. Wo soll der herkommen? Also will ich immer in einem Blatt einfügen. So, damit haben Sie schon das gesamte Einfügen in B-Bäumen gesehen, im Prinzip. Bitte? Genau, die Wurzel fehlt noch. Dafür habe ich natürlich auch Foliensätze vorbereitet. Also im Prinzip haben Sie jetzt schon den Normalfall vom Einfügen gesehen. Zweimal in diesem Fall ein Split notwendig, weil zwei Knoten auf dem Weg runter schon voll besetzt waren. Der allgemeine Fall ist, jeder Knoten
auf dem Weg runter zu der Stelle, wo wir einfügen wollen. Jeder Knoten, der voll besetzt ist, wird erst gesplittet, bevor wir zu dem absteigen und dann weitermachen. So ist gewährleistet, dass der Platz da ist, den wir brauchen, um ein Element immer hochzuziehen. So, jetzt kommen wir zu Ihrer Frage mit den Wurzeln. Das ist erstmal der erste einfachere Fall, ein B-Baum, der nur aus einer Wurzel besteht. Ja, das ist so am Anfang, Sie haben den B-Baum eingerichtet, Sie haben so die ersten 5 Elemente eingefügt und solange Sie nur 5 Elemente einfügen, 12, 35, 40, 47, 52, solange gibt es keinen Grund mehr in dem B-Baum drin zu haben als nur die Wurzel. Jetzt wollen Sie noch einen anderen Wert, noch einen weiteren, einen sechsten Wert einfügen und jetzt ist die Kapazität der Wurzel erschöpft. Wie geht's da? Eine analoge Split-Operation. Sie haben genau dasselbe, genau dieselbe Farbigkeit, mittleres Element, alles davor, alles danach. Der Split kann natürlich nicht genauso laufen, denn normal war es jetzt die 40 in den Knoten darüber zu ziehen, aber darüber gibt es keinen Knoten. Na, wenn es diesen Knoten nicht gibt, dann machen wir uns den eben. So, richten, also wir splitten nicht nur diesen Knoten hier, sondern richten eine neue Wurzel ein. Und Sie sehen hier an dieser Operation ganz deutlich, wieso wir bei der Wurzel eine Ausnahme machen müssen. Wir haben gesagt, in jedem einzelnen Knoten müssen mindestens Ordnung minus 1 viele Schlüsselwerte drin sein. Bei der Wurzel können wir das nicht durchhalten, denn wo sollen die anderen Schlüsselwerte herkommen? Wir haben durch dieses Hochziehen beim Split ein Schlüsselwert in die Wurzel reingekriegt. Also, damit das Ganze funktioniert, müssen wir die Regel etwas verfeinern. Wir müssen sagen, für jeden Knoten außer der Wurzel müssen entsprechend viele Schlüsselwerte da jederzeit drin sein und in der Wurzel muss nur ein Schlüsselwert drin sein. Sonst funktioniert das hier nicht, diese Operation. Sonst müsste man sich was anderes ausdenken, aber bis jetzt ist da noch niemand was eingefallen. So, das ist jetzt der einfachere Fall, dass die Wurzel keine Nachfolge hat. So, jetzt können wir natürlich die 37 einfügen und sind glücklich. Der andere Fall ist natürlich, dass wir mittendrin sind. Wir haben schon Terabyte an Daten in den B-Baum eingefügt. Das habe ich jetzt nur angedeutet durch diese 6 Kreise, die dann die 6 Teilbäume sein sollen, die an der Wurzel dranhängen. Das da oben ist wieder die Wurzel. Und wie sieht es jetzt aus? Wir wollen wieder die 37 einfügen. Meinetwegen die 37, das heißt hier irgendwo in einem Blatt in diesem Teilbaum soll die 37 eingefügt werden. Und wir machen uns zur Regel, auf keinen Knoten raufzugehen mit unserem Laufpointer, der voll ist, weil wir ja potenziell in diesem Knoten Platz brauchen, um später eine Ebene tiefer ein Split durchführen zu können und einen Schlüsselwert hochziehen zu können. Und diese Regel halten wir auch hier ein. Das heißt, wieder diese Teilung, hier wieder genau dasselbe Bild wie eben, nur mit den Nachfolgern. Wenn Sie sich das nochmal angucken, alles kleiner 12, alles zwischen 12 und 35, passt, alles kleiner 12, alles zwischen 12 und 35, hier alles zwischen 35 und 40, passt, alles zwischen 35 und hier rum 40, passt und so weiter, spielsymmetrisch hier dann auch. Das ist in allem, was ich Ihnen gezeigt habe, die einzige Situation, in der die Höhe des Baumes wächst. Ja, vorher, was Sie gesehen haben, wo die Wurzel nicht voll war, sondern nur andere Knoten vielleicht voll war und gesplittet werden müssen, da ist der Baum immer nur in die Breite gewachsen. Das stört uns nicht weiter, dass der Baum in die Breite wächst, denn wenn wir einen Pfad durchlaufen und jeden Knoten aus dem Hintergrundspeicher rausholen müssen, ist uns vollkommen egal, wie viele Knoten noch rechts und links davon sind. Es ist nur wichtig, die Höhe. Das gibt uns die Anzahl der Knoten,
die wir aus dem Hintergrundspeicher holen müssen. Und das hatte ich damals gesagt. Im Verhältnis zu der Laufzeit, die es benötigt, eine Seite aus dem Hintergrundspeicher zu holen, ist alles andere, was Sie hier an Operationen haben, von der Laufzeit her völlig vernachlässigbar, quasi null im Verhältnis. So, und hier, das ist die eine Operation, bei der wir nichts dagegen machen können, dass die Höhe sich um 1 verändert und dann geht es hier halt weiter, dann wird hier unten irgendwo die 37 eingefügt und irgendwo in einem Blatt, so wie Sie es eben gesehen haben. So, jetzt habe ich Einfügen vollständig erklärt. Ich habe nichts mehr ausgelassen. Jetzt können wir nochmal ein bisschen die Sache theoretisch betrachten, das heißt theoretisch einfach nur mal verschriftlichen. So, wir haben einen Baum der Ordnung M. Das ist in unserem Beispiel hier 3. Wir haben Platz für 2m-1 Schlüsselwerte, Keys. Das ist jetzt die Bedingung, auf der ich eben rumgeritten bin. Jeder Knoten außer der Wurzel. Alle anderen Knoten haben mindestens Ordnung minus 1 viele Schlüsselwerte enthalten und entsprechend viele Nachfolger. Und wir haben gesehen, beim Einfügen funktioniert's. Mit dieser Split-Operation können wir immer einfügen auf eine Art und Weise, dass kein Knoten weniger als Ordnung minus 1 viele Schlüsselwerte hat. Und auch das haben wir gesehen beim Einfügen, bleibt das so, wenn wir ein Blatt splitten, zwei Blätter stattdessen haben, dann bleiben die auf derselben Höhe, wie dieses Blatt war. Das heißt, wenn vor dem Einfügen alle Blätter auf derselben Höhe waren, wie Sie es in den ganzen Bildern gesehen haben, dann sind hinterher auch immer alle Blätter auf derselben Höhe. Und das sind schon die Bedingungen an einen B-Baum. Wir fordern, also das hier ist eben eine Ansage, so und so viel Platz muss in jedem Knoten reserviert werden. Und das hier sind Ansagen, einfügen und löschen müssen so laufen, dass diese beiden Invarianten immer erhalten bleiben. So, diese beiden Invarianten immer erhalten bleiben. So, und beim Einfügen haben wir gesehen, was ist hier die Invariante, die noch dazu kommt, die Schleifeninvariante, dass wir niemals zu einem Knoten hinabsteigen, der voll ist, sondern erst dann, wenn wir gegebenenfalls mit einer Split-Operation den Knoten so zerlegt haben, dass beide resultierenden Knoten nicht mehr voll sind, sondern noch halb voll sind, genau erst dann gehen wir auf diesen Knoten. Und das heißt, wir können am Ende einen Schlüsselwert einfügen und durch das Split kriegen wir das immer hin. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, auch beim Löschen dann später. So wie ich es mache hier ist, dass man schon vorsorglich beim Hinabsteigen immer einen Split macht, auf jedem Knoten, der voll ist. Es gibt auch die andere Variante, dass man erst runtergeht und dann von untenwärts so weit hoch repariert, wie es notwendig ist. Also wenn wir auf dem Blatt einen Split machen müssen und keinen Platz haben für das Element, was wir hochziehen, dass wir dann den Knoten darüber splitten, müssen wir wieder ein Element hochziehen. Wenn wir da wieder keinen Platz haben, müssen wir wieder Split machen und so weiter. Beide Möglichkeiten gibt es. Man würde sicherlich die zweite Variante, die ich jetzt eben kurz angedeutet habe, implementieren, weil es weniger Splits notwendig sind potenziell, weil wir nicht vorsorglich irgendwelche Splits machen, die gar nicht sein müssten. Aber letztendlich ist das beinahe Jacke wie Hose. Wenn wir noch eine Menge mehr Elemente einfügen, wird es dann doch dort auch zu Splits kommen. Und
Hier, meines Erachtens, ist es die Variante, die ich hier in den Folien realisiert habe, didaktisch einfacher zu verstehen. So. Das ist das Ganze einfügen. Warten Sie mal. Ich mache vielleicht jetzt noch was anderes. Bevor wir ins Löschen gehen, mache ich vielleicht was anderes kurz hier gegen Ende. Und jetzt? Ich habe doch nur. Also, so, warum funktionieren jetzt die beiden Beamer wieder nicht ordentlich? War das jetzt schon länger? Gerade eben wieder. Ich darf bestimmte Dateien nicht öffnen, ne? Sonst fängt er an, verrückt zu spielen. Die beiden Beamer sind inhaltssensitiv. Verstoße ich hier gegen Political Correctness oder was mit dieser Datei? Ich hoffe doch mal nicht. Nicht, dass da jetzt irgendwelche künstliche Intelligenz die Datei, die Inhalte scannt und dann einen Riegel davor schiebt. Ja, ich fürchte, das sind schon heftige Inhalte, die ich dann hier habe, wenn ich mir das Beamer-Flackern so ansehe. Also es ist wirklich unglaublich. Aber vorher war gar nichts, oder? Vorher hat es auch alles funktioniert. Da war ich was? Ja, nicht, ich war nicht die ganze Zeit im Präsentationsmodus. Wollen wir es mal versuchen mit Präsentationsmodus? Es geht wieder, zu spät. Jetzt bin ich im Präsentationsmodus. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Na gut, versuchen wir mit etwas Würde die Sache zu Ende zu bringen. Also diese Theorie mit dem Präsentationsmodus hat was für sich. Allerdings kann ich hier auch sowas wie einen Präsentationsmodus einführen? Nee, habe ich nicht. Ich habe hier keinen Präsentationsmodus. Ich müsste das in PDF umwandeln. Also es ist doch wirklich unglaublich, oder? Hat jemand irgendeine Theorie, wie das sein kann? Vollbild. Ich habe aber hier, also wenn ich hier auf Vollbild gehe, welche. Diese ganzen Geräte sind einfach viel zu intelligent, finden Sie nicht auch? Das ist also auf Hörer, Zuschauer der Vorlesungsaufzeichnungen, als ich auf Vollbild gegangen bin, seitdem funktioniert das Beamerbild wieder, aber dafür ist hier das gesamte Oberlicht ausgegangen. Tja, na gut, ich hoffe, Sie können kurz mal die letzten paar Minuten mit ohne Licht da noch klarkommen. So, ganz kurz nur, das passt gerade so schön noch in die Zeit hinein. Wenn Sie einen B-Baum der Ordnung M haben, dann haben Sie auf Höhenstufe 0 beim Blatt einen Knoten, Entschuldigung, bei der Wurzel einen Knoten. Und wir haben gesagt, bei der Wurzel gibt es die Ausnahme. Da müssen wir akzeptieren, dass wir vielleicht nur einen einzigen Schlüsselwert drin haben. Okay. Auf der Höhe 1 sieht es aber schon anders aus. Ja, wenn wir einen Schlüsselwert in der Wurzel haben, dann haben wir zwei Nachfolger. Wir haben also mindestens zwei Nachfolger. Und hier greift dann die Regel, dass mindestens Ordnung minus 1 viele Schlüsselwerte in jedem dieser beiden Knoten drin sind. Das heißt, so viele haben wir mindestens, egal wie der Baum aussieht, Ordnung M. Wir haben auf Höhe 1, unmittelbar unter der Wurzel, mindestens 2 mal m-1 Knoten. Und das setzt sich dann fort auf Höhe 2. Wenn wir hier 2 Baumknoten haben, haben wir in jedem Baumknoten m-Nachfolger, also insgesamt 2m-Nachfolger. Und, Entschuldigung, 2m-Baumknoten, weil wir hier mindestens 2m-Nachfolger haben. Und dementsprechend in jedem Baumknoten mindestens m-1 Schlüsselwerte, das heißt 2m mal m-1 Schlüsselwerte auf der Stufe 2. Und Sie sehen, wie sich das fortsetzt. Wir haben in jedem dieser 2m-Knoten wieder m-Nachfolger mindestens. Ja, es ist hier immer mindest.
Also haben wir 2m Quadrat viele Baumknoten auf der Stufe, 2m Quadrat mal m-1 Schlüsselwerte auf dieser Stufe und so weiter und so fort. Das kann man für beliebige Höhenstufen natürlich verallgemeinern, indem man diese Folge dann da das h einsetzt, so viele und so viele. So viele Baumknoten haben wir da, so viele Schlüsselwerte haben wir da. So, jetzt nehmen wir mal einen B-Baum der Ordnung 100. Das ist ja noch ein kleiner Wert. Ja, wir haben eben in dem Zahlenbeispiel gerechnet mit Ordnung 409. Hier haben wir nur m gleich 100. Jetzt setzen wir hier diese Zahlen ein, die wir da oben haben. Hier oben hat sich jetzt nicht so viel getan. Es bleibt bei den 1. Zwei Baumknoten ergibt dann 99 pro und so weiter und so fort. Sie sehen, diese Potenzen hier, die schlagen sich natürlich auch hier nieder. Und bei einer schon bei Höhenstufe 3 haben Sie mit dieser relativ kleinen Ordnung haben Sie 20.000 Baumknoten und da drin schon haben Sie knapp 2 Millionen Schlüsselwerte drin. Das heißt also, in einem Baum der Ordnung 100 können Sie knapp 2 Millionen Knoten speichern und Sie haben nur die Höhenstufe 3 erreicht und nicht mehr. Das Ganze geht natürlich dann genauso schnell wie hier, wie Sie das hier sehen, wie hier die Zahlen das suggerieren, geht natürlich dann in die Höhe. Sie haben für gigantische Zahlen, Terabyte, Petabyte, sonst wie Byte, können Sie unterbringen in relativ moderate Höhen. Einstellige Höhen, 6, 7, 8, 9 immer noch. Und da können Sie Terabyte, Petabyte, was auch immer drin speichern. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Höhe gibt an, wenn Sie von der Wurzel irgendwo absteigen zu irgendeinem Element, wie viele Schritte Sie maximal machen müssen, wie viele Knoten Sie besuchen müssen, sprich, wie viele Knoten Sie aus dem Hintergrundspeicher herausholen müssen. Und wie Sie sehen, wenn Sie das erst auf diese 409 Beispiele hochziehen, dann wachsen die Zahlen natürlich noch gigantisch schneller und dementsprechend bleiben die Höhen noch dramatisch viel kleiner. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Grund dafür, warum B-Bäume das Arbeitspferd schlechthin sind bei allem, was mit Datenbanksystemen zu tun hat. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag, sagen wir das Wort zum Mittwoch. Damit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld bedanken und würde mich freuen, Sie zu früher Stunde am Donnerstag wiederzusehen. Diese Woche ist noch kein Feiertag. Bis dann.